Oh. Hey, es ist wirklich ein Privileg, bei Ihnen zu sein und zu Ihnen zu sprechen. Ich habe nicht wirklich eine Anfang 2022-Predigt, auch nicht wirklich eine prophetische Predigt. Ich bin nicht wirklich der Typ für Neujahrsvorsätze. Wenn ich denke, dass etwas geändert werden muss, versuche ich, das zu erreichen. Ich warte nicht bis Januar. Oder ich vermeide es. Also vermeide ich es einfach. Der Herr hat vorhin zu mir gesagt, nein, das ist ein wichtiges Wort dafür, wo wir als Gemeinde stehen. Ich möchte mit Ihnen über Gnade sprechen und über die Gefahr der Gnadenlosigkeit in Menschen, die aus Gnade gerettet wurden. Die Gefahr einer Gnadenlosigkeit unter Menschen, die aus Gnade gerettet wurden. Ja, nur eine kleine leichte Predigt. Aber ich werde aus einem Gleichnis vorlesen. Die Gleichnisse sind stark und wir lehren sie unsere Kinder. Wir tun so, als ob sie sicher wären. Wenn Sie ein Gleichnis lesen können, ohne sich zu fühlen, als hätten Sie einen Schlag ins Gesicht erhalten, dann lesen Sie es zu einem gewissen Grad falsch. Das Gleichnis, das wir uns heute vornehmen werden, ist wie ein 800 Pfund schwerer Gorilla, der mich anstarrt und sagt, du siehst mich? Was wirst du meinetwegen unternehmen? Du müsst ein paar Entscheidungen treffen, Dan, oder? Und ich sage, ja, das muss ich, Gleichnis. Wir werden uns also eine starke Lehre von Jesus ansehen. Und es ist immer ein merkwürdiges Gefühl, direkt von Jesus zu lehren, weil er ein großartiger Prediger ist, der Beste, der je gelebt hat. Er ist Gott. Und ich sage etwas in der Art, und was Jesus damit sagen wollte, das werde ich nicht sagen. Aber ich kommentiere ihn, weil er diese Lehre über Gnade so wunderschön zusammengewoben hat. Ich denke, eine der wichtigsten Prioritäten, die ich als Leiter für Sie habe, ist, kontinuierlich in Gnade weiterentwickelt zu werden. Und dass Sie kontinuierlich in Gnade weiterentwickelt werden. Dass Sie in 5 Monaten ein größerer Experte in Bezug auf Gnade sind, als Sie es jetzt sind. Und in 5 Jahren, als Sie es jetzt sind. Das Kreuz ist dieser unglaubliche Ausdruck seiner Gnade, seiner unverdienten Liebe. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, uns seine Kraft zu verwandeln, uns zu heilen, uns aus dem Reich der Finsternis in das Königreich des Lichts zu bringen. Wann immer ich also zu Ihnen über Gnade spreche, und das werde ich in den nächsten Jahren häufig tun, müssen Sie an diesen beiden Ideen festhalten, dass Gnade seine unverdiente Liebe ist. Aber nicht nur das, sondern dass sie auch seine Kraft ist, Sie und mich zu verwandeln. Manche von uns halten sich nur an die unverdiente Liebe oder nur an die Macht, verwandelt zu werden. Sie müssen Hand in Hand gehen, als 2 Seiten derselben Medaille, zu sagen, ich bin ein Mann der Gnade oder wie unser 3. Kernwert hier, ich reagiere auf Gnade, bedeutet zu sagen, ich reagiere auf seine unverdiente Liebe und ich reagiere auf die Kraft, die er auf mich gießt, um verwandelt zu werden. Darüber werden wir heute also sprechen. Ich war eine Zeit im Urlaub, ich habe mir ein paar Fernsehsendungen angesehen, einige Artikel gelesen und es war einfach eine interessante Sache. Denn nach einer Weile dachte ich, ich habe eine Menge Medien an mir, eine Menge weltlicher Denkweise. Ich dachte, ich brauche Gnade, ich muss in die Atmosphäre von Jesus kommen. Nun, ich habe meine Bibel gelesen und gebetet, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist einfach diese merkwürdige Sache, wo Sie sich so durchdrungen fühlen können von weltlicher Denkweise, statt der Denkweise der Schrift und dem Evangelium der Gnade. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch passiert. Dan, es ist Weihnachten, was stimmt nicht mit dir? Wie konntest du nur so weltlich werden? Aber teilweise, wenn ich dieses Gleichnis lese, denke ich, wow, das ist so ein starkes Gleichnis. Es ist so anders als meine tatsächliche Denkweise. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir die Schrift lesen, der Herr uns coacht. Er versucht uns zu sozialisieren. Wir sind verwandelt worden, wir haben ein neues Herz, aber wir müssen verwandelt werden durch die Erneuerung des Denkens. Wenn wir also ein Gleichnis wie einen 800 Pfund schweren Gorilla in unserem Wohnzimmer sitzen haben, versucht es etwas mit uns zu machen. Gottes Wort starrt uns an und fragt, wirst du das weiterhin geschehen lassen? Wirst du da etwas dagegen unternehmen? Und heute, denke ich, habe ich ein solches Gleichnis. Sie denken vielleicht, ich kann mir das Gleichnis, von dem er spricht, nicht vorstellen. Sie müssen es nicht. Ich werde Ihnen sagen, welches es ist. Aber er sozialisiert uns. Wenn Sie und ich einen Splitter auf unserer Schulter haben, sagt Jesus, lass mich das für dich abstreifen, Sohn. Er hat einfach eine Art zu kommen, zu sagen, weißt du, die Art, wie du auch nur darüber denkst, das ist so nicht richtig. So solltest du nicht darüber denken. Aber es fühlt sich so legitim an. Ist es nicht. Okay. Jesus coacht uns also sehr stark und gibt uns eine Vorstellung von der Denkweise, die wir haben sollen. Ich werde mit Ihnen kurz den gesamten Abschnitt durchgehen, bevor wir zu dem Gleichnis kommen. Jesus wird über dieses sehr interessante Konzept sprechen. Er sagt, im Königreich werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Sie und ich lieben das, wenn wir uns selbst als die Letzten sehen, die an die Spitze der Schlange gestellt werden. Yay, Gnade!
Wenn wir uns selbst als die Ersten sehen und er uns ans Ende der Schlange stellt, denken wir, buh, Gnade. Ihre Perspektive spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, wo sie sich ihrer Meinung nach in der Schlange befinden und wohin sie bewegt werden. Jesus wird ein paar Kapitel lang über wirklich wichtige, heilige Dinge sprechen. Ich werde loslegen. Matthäus 19. Wir werden kurz die großen Themen durchgehen, bevor wir auf das eigentliche Gleichnis zu sprechen kommen. In Matthäus 19 lehrt Jesus über die Heiligkeit der Ehe und den Eheverzicht. Ich liebe Jesus. Er spricht über große Dinge, über Sex, Geld, Gewalt. Er ist ein Rabbi, ein Meisterlehrer. Er lehrt über die Realitäten, in der wir uns befinden. Er lehrt also über Ehe und Scheidung in diesem Abschnitt. Und dann macht er diesen interessanten Übergang. Er lädt die kleinen Kinder ein, zu ihm zu kommen. Er lädt diejenigen, die in der Gesellschaft einen niedrigen Status haben, ein, zu ihm zu kommen. Wir sind es gewöhnt, unsere Kinder, da sind meine Kinder in der ersten Reihe, voll von Gott und dem Heiligen Geist. Wir sind daran gewöhnt, dass Kinder in unserer Gesellschaft einen hohen Status haben. Aber in der Zeit des Alten und des Neuen Testaments hatten Kinder so gut wie keinen Status. Sie waren die Vergessenen. Erst in den letzten 50, vielleicht 75, vielleicht 25 Jahren sind wir besser darin geworden, unsere Kinder ins Zentrum zu stellen. Aber Jesus war wie ein Vorreiter. Er sagte, lasst die Kinder kommen, lange bevor sie Status hatten. Er lud sie zu sich ein. Und dann kommt dieser reiche Jüngling zu ihm und prahlt damit, dass er sein ganzes Leben lang das gesamte Gesetz Gottes gehalten hat. Ich meine, halt den Mund, Alter! Wie kann man einen solchen Mangel an Selbsterkenntnis haben, dass du Jesus gegenüber erklärst, dass du das Gesetz perfekt gehalten hast? Aber das ist sein Selbstverständnis. Am Ende geht er enttäuscht weg, weil Jesus ihm sagt, hey, du kannst nicht ins Königreich kommen, es sei denn, du verkaufst alles, was du hast. Das ist schockierend für die Jünger. Jesus sagt, es ist super schwer für die Reichen, ins Königreich zu kommen. Das ist Jesus. Ich habe das nicht gesagt. Jesus. Es ist super schwer für die Reichen, ins Königreich zu kommen. Und die Jünger waren verblüfft. Wenn die Reichen nicht hineinkommen können, wer dann? Weil sie glauben, dass die Reichen eine Vorzugsstellung haben. Und Jesus sagt, nein, sie haben keine Vorzugsstellung. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Ist das das Gleichnis, von dem du nun erzählt hast, denn? Nein, das Gleichnis, auf das ich gleich zu sprechen komme, ist schlimmer. Es ist viel schlimmer, weil die meisten von ihnen nicht reich sind. Das nächste Gleichnis trifft noch mehr auf sie zu. Aber dann sagt der Herr, es ist okay, macht euch keine Sorgen, denn bei Gott ist alles möglich. Ob reich oder arm, es ist möglich, in das Königreich zu kommen, weil bei Gott alles möglich ist. Und so lehrt er auf wunderschöne Weise über Gnade, dass unser Reichtum oder Status keinen Einfluss auf unser Eingehen ins Königreich hat. Nach diesem Abschnitt spricht er zu den Jüngern darüber, dass sie auf 12 Thronen sitzen und Israel richten werden. Und sie geraten in diese interessante Diskussion darüber. Petrus sagt, wir haben alles verlassen, um bei dir zu sein. Und Jesus sagt, euch wird es nicht an Familien und Häusern und ewigem Leben mangeln, weil ihr alles verlassen habt, um bei mir zu sein. Sie fühlen sich also ziemlich gut. Da ist diese interessante Sache. Sind wir die Letzten, die zu den Ersten gemacht werden, oder sind wir immer noch die Ersten und werden zu... Das zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt dieser Lehre Jesus. Dann erzählt er das Gleichnis. Aber lassen Sie uns zuerst den Rest des Kontexts beenden. Das heißt, was passiert rund um das Gleichnis? Nachdem er das Gleichnis erzählt hat, kündigt er seine Schläge und seine Kreuzigung an. Und dann ist da diese fabelhafte Stelle, wo die Mutter von Johannes und Jakobus, ich liebe diese Frau, sie denkt, nun, wenn sie auf 12 Thronen sitzen werden, warum sollten meine Söhne nicht die beiden Besten haben, zur rechten und zur linken Jesu? Und so bittet sie ihn und Jesus führt ein Gespräch mit ihr. Irgendwann denken sie, was für eine Dreistigkeit von dieser Frau. Und sie denkt vermutlich, Dreistigkeit? Das sind meine Jungs. Natürlich werde ich fragen, warum auch nicht? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So steht es in der Bibel. Ich glaube, irgendwo später. Aber sie bittet darum und fängt eine große Diskussion an. Und die Jünger nehmen Anstoß an dieser Bitte. Und dann kommt Jesus zu dieser sehr wichtigen Lehre darüber, wie man wirklich ein Leiter ist. Und dass wir in Gottes Königreich Diener sein müssen. Er verwendet das Wort Sklave in diesem Abschnitt. Ich werde Ihnen das aus Matthäus 20 vorlesen. Vers 25. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein.
Er fährt fort, zu erklären, warum. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sie haben also diese unglaubliche Instruktion über die Ersten und die Letzten und über dienende Leiterschaft, die im Mittelpunkt unseres Handelns stehen sollte. Und der Abschnitt endet mit all dieser tiefen Offenbarung und er sagt, und jetzt lasst uns ein paar Blinde heilen. Zwei Blinde schreien also, David, erbarme dich unser, und er ruft sie zu sich und öffnet ihre Augen und sie werden von Jesu Wundern kraftvoll berührt. Und das wird am Ende unseres heutigen Gottesdienstes geschehen, richtig? Wir werden hier vorne unser Gebetsteam haben. Falls Sie ein körperliches Wunder brauchen, werden wir dafür beten, dass Sie einen Durchbruch haben werden. Ob Wunder, Finanzen, Beziehungen, in welcher Form auch immer, wir werden für Sie beten. Sind Sie bereit, das Gleichnis zu lesen, von dem ich gesprochen habe? Das, das mich bereits seit einigen Wochen anstarrt, mach etwas mit mir. Matthäus Kapitel 20, Vers 1. Ich lese aus der Elberfelder. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie... In Ordnung, halt mir hier an. Okay, es heißt also nicht, denn mit deiner persönlichen Vorliebe ist es wie, oder denn mit deiner Welt ist es wie, oder denn mit deinem westlichen Christentum oder deinem amerikanischen Christentum oder deinem Kapitalismus, Sozialismus oder deinem was auch immer. Es beschreibt nicht all diese anderen Dinge. Er sagt, so ist es mit dem Königreich. Er wird es tatsächlich beschreiben. Das ist das, und zwar so, dass es das irgendwie zur gleichen Zeit attraktiv und unattraktiv macht. Weil das Königreich sowohl attraktiv als auch unattraktiv ist. Du kannst das alles haben. Ich kann? Ja, du musst nur zuerst sterben. Muss ich? Das Königreich hat etwas Anziehendes und etwas Abstoßendes, wo wir uns wirklich irgendwie damit vertraut machen müssen, was uns hier angeboten wird. Hier ist eine wertvolle Perle, du kannst sie haben. Ich kann? Ja, verkaufe alles und du kannst sie dir leisten. Alles? Er sagt uns also, wie das Königreich ist. Nicht mein Leben, nicht meine Vorstellung von Fairness, nicht meine Politik. Und er beschreibt, wie sein Umfeld funktioniert. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Er ist um 6 Uhr morgens auf, geht zum Marktplatz, er wählt einige Leute aus und sagt, ich gebe euch einen Denar für einen Tag Arbeit. Verstanden? Liebes, bin dabei. Diese Tagelöhner werden arbeiten. Sie werden an diesem Tag Essen, Geld, Finanzen haben. Andere werden auf dem Marktplatz zurückgelassen. Sie dagegen werden bevollmächtigt, im Weinberg zu arbeiten. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die 6. und 9. Stunde und machte es ebenso. Wenn ich das zeitgemäß ausdrücken darf, um 6 Uhr morgens geht er hinaus und dann um 9 Uhr geht er an denselben Ort und stellt noch mehr Arbeiter ein und sagt, ich zahle euch, was recht ist. Um 12 Uhr, 6 Stunden nachdem die erste Gruppe angefangen hat, holt er eine neue Gruppe und sagt, ich bezahle euch fürs Arbeiten im Weinberg. Und dann um 15 Uhr geht er wieder los. Es sind noch mehr Leute da und er sagt, ich werde euch auch Arbeit geben, arbeitet im Weinberg. Und dann um 17 Uhr, eine Stunde vor Feierabend, sagt er, hey, was steht denn den ganzen Tag hier rum? Ich möchte, dass auch ihr arbeiten geht. Ich werde diese Stelle über die 17 Uhr Leute lesen. Als er aber um die 11. Stunde, 17 Uhr, hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Es ist nicht so, als ob sie nicht aufgetaucht oder nicht aus dem Bett gekommen wären und irgendwie spät dran sind. Sie haben den ganzen Tag lang darauf gewartet und wurden nicht ausgewählt. Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn. Angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Da sind einige wunderschöne Stellen in dieser Geschichte. Zum Beispiel die, wo der Weinberg so voller Trauben ist, dass er eine Menge Arbeiter braucht. Das ist sehr cool. Ich muss weitermachen, ich muss noch mehr holen, ich muss noch mehr holen, ich muss noch mehr holen. Und um 17 Uhr ist er immer noch da draußen, weil immer noch Ernte eingebracht werden muss. Es immer noch Leute gibt, die eingesetzt werden müssen. Der Herr sucht also noch spät am Tag nach Arbeitern für seinen Weinberg.
Aber in seinem Gleichnis legt Jesus es irgendwie darauf an. Er weiß, was kommt, richtig? Wir werden alle bezahlen, aber ich will nicht, dass sie alle einfach so zufällig in einer Reihe stehen. Ich möchte, dass ihr zuerst die Leute holt, die um 17 Uhr begonnen haben, und wir werden sie bezahlen. Dann die, die um 15 Uhr begonnen haben, dann die um 12, dann die um 9, dann die um 6. Und er möchte, dass sie sich in dieser Reihenfolge aufstellen. Dieses verrückte Gleichnis ist interessanterweise ein bisschen künstlich. Der Meister versucht, das Herz zu offenbaren. Er versucht, das Herz zu offenbaren. Wenn er versucht, sie vor den Kopf zu stoßen, hat er sich die schönste Art dafür ausgesucht. Ich werde euch in dieser Reihenfolge aufstellen lassen. Durch all diese verschiedenen Leute, die bezahlt werden, werde ich euch euer Herz offenbaren und euch zeigen, was darin ist. Also denen, die eine Stunde da waren, wird ein Denar bezahlt. Denen, die drei Stunden da waren, wird ein Denar bezahlt. Denen, die sechs Stunden da waren, wird ein Denar bezahlt. Denen, die neun Stunden da waren, ein Denar. Als sie sehen, wie die Leute, die um 17 und um 15 Uhr begonnen haben, einen Denar erhalten, denken sie vermutlich, könnt ihr euch vorstellen, was für uns drin ist? Wenn er denen einen Denar für eine Stunde und für drei Stunden Arbeit bezahlt? Jackpot! Was auf uns zukommt, wird unglaublich sein. Aber es läuft so ab, dass die Leute, die sechs und neun Stunden gearbeitet haben, einen Denar erhalten. Und als sie und ich an der Spitze der Schlange ankommen, sind wir wütend. Und wir sind wütend! Du wirst mir nur einen Denar geben? Du hast den Leuten, die nur eine Stunde gearbeitet haben, einen Denar gegeben. Ich war 12 Stunden lang hier draußen. Und ich erhalte denselben Lohn wie sie? Und ich glaube, du hast das tatsächlich so eingefädelt. Du hast unsere Hoffnung geweckt und sie dann zerstört. Es ist lustig, dass einige Leute in meinem Alter und älter denken, oh, die Leute sind so anmaßend. Steht mir zu, steht mir zu, steht mir zu. Anspruchsdenken ist nicht neu. Das ist ein Gleichnis über Anspruchsdenken. Es ist 2000 Jahre alt. Und die Denkweise ist, weil diese Leute für so viel Arbeit so viel Lohn erhalten haben, verdiene ich natürlich mehr als das, was wir vorher ausgemacht haben. Ich habe Anspruch darauf. Wir müssen also irgendwie realisieren, dass diese Sache mit dem Anspruchsdenken schon lange existiert. Seit mindestens 2000 Jahren hat jede Generation dieses Problem mit jeder anderen Generation. Er stellt sie also alle in einer Reihe auf. Kehren wir zum Gleichnis zurück. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Nun, sie haben tatsächlich nicht Unrecht. Sie haben die Last des Tages und die Hitze getragen. Wie? Ding, 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 ding. Ihr habt recht, das habt ihr. Ihr wart 12 Stunden lang da draußen, sie nur eine Stunde. Sie waren am Ende des Tages da draußen, in der Kühle des Tages, während ihr in der Sonne da draußen wart. Das ist wahr. Und die Weinlesezeit in Israel war Ende August, Anfang September. Es ist also heiß. Sie arbeiten hart und erhalten den gleichen Betrag wie die Leute, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Es ist schwer, dieses Gleichnis zu mögen. Man muss einfach sagen, das ist unfair. Ich meine, ich glaube, ich... Was ist mit Gunst? Was ist mit harter Arbeit? Was mit Anstrengung? Ich möchte also, dass Sie sich ein wenig an diesem Gleichnis reiben. Denn wenn Sie und ich dort gewesen wären mit Jesus und er das als dieser neue, hippe, junge Rabbi gelehrt hätte, hätten wir so reagiert. Ha! Ich weiß nicht, ob ich dieses Gleichnis mag. Er ist noch nicht für unsere Sünden gestorben oder von den Toten auferstanden. Wir urteilen noch, dieses Gleichnis fühlt sich ziemlich anstößig an. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Das stimmt nicht mit dem überein, was ich für fair halte. Nun, um das klarzustellen, Jesus sagt uns hier nicht, wie man ein Geschäft führt. Er benutzt eine Geschäftsmetapher, um uns etwas über das Königreich zu sagen. Verstehen Sie das also nicht falsch? Ich darf hingehen und meinen Arbeiter nichts bezahlen. Das ist es nicht, was ich sage oder was Jesus lehrt. Aber er benutzt eine Geschäftsmetapher, um zu sagen, das Königreich ist so. Und dann sagt er gewissermaßen, übrigens, bei den Menschen im Königreich besteht die Gefahr, dass sie diese Art von Einstellung haben, die lähmend und zerstörerisch für sie ist. Und dann fährt er fort, als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen,
Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortet und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Lassen Sie das auf sich wirken. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Rhetorische Frage, was ist die Antwort? Ja. Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Igitt! Ich kann nicht anders, als dieses Gleichnis zu lesen und zu denken, ich wäre fuchsteufelswild. Ich wäre so frustriert, wenn mir das passieren würde. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mehr verdiene. Und Jesus weist genau auf diese Einstellung in uns hin. Ich verdiene mehr. Das ist nicht richtig. Lassen Sie uns ein paar Dinge in dieser Parabel betonen. Das erste ist, dass sich das Leben in Gottes Königreich nicht immer fair anfühlen wird. Ich werde das noch einmal sagen, weil das ihr Leben verändern wird. Das Leben in Gottes Königreich wird sich nicht immer fair anfühlen. Und er hat uns nicht versprochen. Das ist dasselbe, was in Hiob passiert ist. Sie argumentieren, der Herr orchestriert immer ein faires Universum. Und Hiob antwortet, nein, tut er nicht, so funktioniert das nicht. Es gibt tatsächlich ein dämonisches Reich, das auch eine Rolle spielt. Im Königreich werden also manchmal Dinge geschehen, die wir nicht als fair empfinden. Der andere Teil ist, nun, wie funktioniert dieses Gleichnis? Ich bin mir nicht ganz sicher, was Jesus mit diesem Gleichnis bezweckt. Ich weiß nur, wie sehr es mich wurmt. Es könnte sein, dass er zu den Judenchristen sagt, hört zu, ich weiß, dass ihr koscher lebt. Ich weiß, dass ihr die Beschneidung durchgemacht habt. Ich weiß, dass ihr im gelobten Land gelebt habt, in das einige Male einmarschiert wurde. Und ihr wart hier, in der Hitze des Tages, und ihr habt die Last des Tages getragen. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr es den Heiden, die ins Königreich kommen, missgönnt, dass Beschneidung für sie anders ist, dass sie jetzt Taufe ist, dass sie nicht koscher leben. Ich weiß, dass es ein leichtes wäre, diesen Nachzüglern zu grollen, aber ich kann das nicht zulassen. Es könnte sein, dass es nur die Jünger sind, nur die alten Hasen, die sagen, hey, wir waren hier. Erinnerst du dich an diese Zeit, Jesus? Sie waren von Anfang an dabei. Sie waren mit Jesus unterwegs und sie haben die Furcht und Panik seines Todes erlebt. Und dann die Herrlichkeit und das Wunder seiner Auferstehung. Und dann kommen Leute ein oder zwei Jahre später zum Glauben und sie sagen, wisst ihr, ihr habt es verpasst. Wir haben einige schwere Zeiten durchgemacht. Ihr habt es irgendwie leicht. Es könnte auch Verfolgung sein. Sie wissen, dass Jakobus in Jerusalem getötet wurde und Verfolgung ausbrach und Stephanus getötet wurde. Das könnte sich also zwischen verfolgten und nicht verfolgten Gläubigen abspielen. Was die Gemeinde übrigens seit Jahrhunderten immer wieder plagt. Es gab Zeiten, in denen Verfolgung an einem bestimmten Ort stattfand oder nur für eine gewisse Zeit stattfand. Menschen verloren ihr Leben, ihr Hab und Gut, ihre Lebensgrundlage. Und 4 Jahre später ist alles wieder normal und es ist wieder gut, wieder populär, ein Christ zu sein. Und sie könnten sagen, hey, wir waren hier, als wir unser Leben für diese Sache gegeben haben. Und ihr kommt einfach verspätet und tut so, als wärt ihr wie wir? Der Herr weist also auf etwas hin, für das wir anfällig sind. Dieser Groll gegenüber Leuten, die verspätet zur Ernte gekommen sind. Oder später. Die vom Hausherrn des Weinbergs ermächtigt wurden, begnadet wurden, später zu kommen und dennoch den gleichen Betrag erhalten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass dieses Gleichnis für all diese Menschengruppen funktionieren kann. Es ist diese interessante Sache, die irgendwie sagt, du hast missverstanden, wie Gnade funktioniert und du hast die Geschichte falsch erzählt. Die Geschichte, die du dir selbst erzählst, ist nicht die richtige Geschichte. Die Geschichte, wie du deiner Meinung nach zum Glauben gekommen bist, ist nicht die richtige Geschichte. Das Königreich ist also nicht immer fair. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Gott unsere schwierigen Gedanken anvertrauen können. Ich mag dieses Gleichnis nicht. Das finde ich nicht fair. Das gefällt mir nicht. Wir können Gott unsere schwierigen Gedanken anvertrauen. Und wir können ihm auch vertrauen, dass er uns auf der anderen Seite stark coachen wird.
Er wird uns die Wahrheit sagen, auch wenn sie uns nicht gefällt. Ich liebe die Tatsache, dass er diesen Mann Freund nennt. Er murrt, du hast mir nur $1 für einen Tag Arbeit gegeben. Hatten wir das nicht vereinbart? Ja, aber ich hasse es, weißt du? Okay, hör zu, Freund. Er sagt nicht, hör zu, Meckerziege. Hör zu, Nichtswisser. Hör zu, Dummerchen. Er macht nichts dergleichen, er nennt ihn Freund. Baut immer noch eine Brücke. Benutzt freundlichere Worte, als ich es tun will. Wir mögen schwierige Gedanken über Gottes Königreich und seine Funktionsweise haben, und er kann mit diesen Gedanken umgehen, aber auf der anderen Seite wird er uns coachen. Es ist nicht alles da. Es ist vielmehr so, nein, Bruder, du hast $1 gesagt und ich habe dir $1 gegeben, das ist der Deal. Das wird schon wieder so. Es erstaunt mich immer wieder, weil es fast so ist, als ob Jesus in diesem Gleichnis einen ziemlich hohen Reifegrad von diesen Arbeitern im Weinberg erwartet. Er sagt zu ihm, hey Kid, ist dir nicht in den Sinn gekommen, dass ich dir nicht Unrecht tue? Ich habe dir den Betrag gegeben, den wir vereinbart hatten. Habe ich dich belogen? Nein. Habe ich mein Wort gehalten? Ja. Was ist das Problem? Du hast ihm mehr für weniger Arbeit gegeben. Oh, okay, ich verstehe. Und er fährt fort. Hör zu. Ist es nicht mein zu geben? Habe ich nicht das Recht, großzügig zu sein, zu wem ich großzügig sein möchte, zu geben, wie ich geben möchte? Das ist verrückt. Die Belehrungen des Hausherrn des Weinbergs sind nicht wirklich hilfreich. Wenn ich wütend bin, denke ich, ja, du hast recht, aber du hast auch nicht recht. All das spielt sich in diesem Moment ab. Das Schöne ist in gewisser Weise, dass der Herr sagt, hey, ich bin frei. Gnade ist mein. Und ich habe dir gesagt, dass sie unverdient ist, aber du hast irgendwie gedacht, dass sie verdient ist. Ich habe dir gesagt, dass es unverdiente Gunst ist, aber du hast irgendwie gedacht, dass du sie verdient hast. Irgendwie hat sich die Geschichte, wie du zu einem meiner Arbeiter im Weinberg werden durftest, verändert. Du hast gedacht, dass du dieses Recht verdient hast. Tatsächlich bin ich zum Marktplatz gefahren und habe dich ausgewählt. Und dann habe ich dich in meinem Feld bevollmächtigt und dich mit meinem Geld ausgestattet. Ich verstehe, wenn Sie denken, das ist nicht hilfreich. Ich weiß, Gottes Königreich ist so, nicht unsere persönliche Politik oder Vorstellung davon, wie das Leben sein sollte. Aber der Herr sagt, hey, ich bin ein freies moralisches Wesen. Ich bin frei, Menschen so zu behandeln, wie ich sie behandeln möchte und zu geben und gnädig zu sein, wo ich gnädig sein möchte. So bin ich. Es ist so lustig, wir lieben, dass Gott gut ist. Wir sagen, oh, er ist so gut. Oh, er hat diesem Typ gerade den gleichen Lohn wie mir gegeben für 11 Stunden weniger Arbeit. Ich denke nicht mehr, dass er sehr gut ist. Der einen Tageslohn für eine Stunde Arbeit erhalten hat, Gott ist gut. Ich hinten in der Schlange. Er darf sagen, hey, ich darf großzügig sein, zu wem ich will. Und dann ist eine dritte Schlüsselidee. Es ist fast so, als würde der Herr sagen, übrigens, du wurdest ebenso sehr aus Gnade in den Weinberg gebracht, wie sie es wurden. Ich hätte ebenso leicht jemand anderen auswählen können. Du bist in meine Familie, in meinen Dienst, in meinen Weinberg gekommen, weil ich hingegangen bin und dich ausgewählt und hereingebracht habe. Und wir haben einen Bund geschlossen. Wirst du für einen Denar arbeiten? Ja, werde ich. Nichts hat sich verändert. Du wurdest aus Gnade ausgewählt, du wurdest durch meine Gnade bevollmächtigt und du hast zugestimmt, mit meiner Gnade zu kooperieren. Durchdenken Sie das. Wenn Sie oder ich um 6 Uhr ausgewählt werden, haben wir schlechte Laune. Wenn wir um 12 Uhr ausgewählt werden, sagen wir, oh, das ist schon in Ordnung. Wenn wir um 15 Uhr ausgewählt werden, sagen wir, ich verstehe. Um 17 Uhr sagen wir, ich liebe Gnade. Gnade ist großartig. Das Gleichnis sagt in etwa, es ist alles Gnade, Jungen und Mädchen. Ihr kommt aufgrund von Gnade hinein, ihr habt nichts davon erworben, nichts davon verdient. Das ist wie im Epheserbrief. Das ist ein Gleichnis, in dem Jesus Paulus antizipiert oder sein Echo ist. Offensichtlich hat Jesus vor Paulus gesprochen. Aber dass wir aus Gnade gerettet sind durch Glauben. Wir wurden durch seine unverdiente Liebe zu uns errettet und durch seine Macht, uns zu verwandeln, durch diesen Glaubensvorgang. So everybody
Das ist ein interessantes Gleichnis, weil er gewissermaßen sagt, jeder kommt auf die gleiche Weise in mein Feld zu den gleichen Bedingungen. Sie alle erhalten einen Denar für einen Tag Arbeit. So kommen sie hinein, so werden sie bevollmächtigt und so arbeiten wir. Das Problem entsteht, wenn wir uns mit dem vergleichen, was andere erhalten. Genau dort liegt die Frustration. Wenn er alle getrennt und gesagt hätte, hör zu, es ist mir etwas peinlich, weil ich den 17-Uhr-Leuten und den 6-Uhr-Leuten einen Denar geben werde. Psst. Wir werden sie alle unterschiedlich bezahlen, aber ich werde das lösen, indem ich es ihnen nicht sage. Aber das macht er nicht. Er sagt, nein, stellt sie in einer Reihe auf, lasst sie alle sehen. Lasst sie alle sehen. Hoffentlich wurmt sie dieses Gleichnis. Wird dieses Gleichnis noch besser? Nein, wird es nicht. Das ist das Gleichnis. Darum ist es ein 800-Pfund-Gorilla, der mich anstarrt. Tu etwas mit mir. Dan, was wirst du tun? Ich werde mich ändern, schätze ich. Aber Mist! Wir sind also alle in sein Feld eingeladen, durch diese Gnade, diese Einladung, mit ihm zu arbeiten. Und dann ist es beinahe so, als würde der Herr sagen, hey Dan, deine Einstellung sagt mehr über dich aus als über mich. Dein Murren über meine Großzügigkeit sagt mehr über dich aus als über mich. Und ich denke, das ist super wahr. Die Hoffnung für alle drückt es so aus. Bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Die NLB sagt, willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen ist, ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Nimmst du Anstoß an meiner Güte? Ja, das tue ich. Ich sage immer, Gott ist gut, aber mir war nicht klar, wie sehr ich potenziell Anstoß nehmen kann, wenn du jemanden den gleichen Lohn wie mir gibst, der 11 Stunden weniger im Feld war als ich. Das Königreich Gottes. Papa, dein Königreich funktioniert anders als meines. Ja, ich weiß, Dan, das ist das Problem. Ich möchte, dass du dein Königreich so kalibrierst, dass es meinem Königreich entspricht. Ich darf großzügig sein und du möchtest dich in meine Gnade verlieben, wo immer du sie siehst. Möchte ich? Ja, denn wo immer du sie siehst. Was, wenn es sich nicht fair anfühlt? Das ist mir gleich. Verlieb dich in meine Gnade, wo immer du sie siehst. Es ist so lustig, weil sich das Gleichnis ziemlich auf die Ungerechtigkeit fokussiert, die 6-Uhr-Leute erhalten. Aber da ist dieser wunderschöne Teil mit den Leuten um 17 Uhr. Die denken, dass es an diesem Tag kein Geld, kein Essen für ihre Familien geben wird. Aber eine Stunde vor Sonnenuntergang ging der Hausherr hin und sagte, ich werde euch einstellen. Ihr werdet heute Abend Essen haben. Und ihr habt nur eine Stunde gearbeitet. Hier drin steckt eine wunderschöne Geschichte von Gnade. Wenn Sie und ich einfach sagen würden, oh, Jesus ist wunderbar. Sie haben eine Stunde gearbeitet und er hat Ihnen das Gleiche gegeben wie allen anderen. Das ist großartig. Ich weiß, dass Jesus die schlechte Einstellung hervorhebt, wenn er die Geschichte auflöst. Aber da ist diese Einladung beim ersten Lesen, seine Gnade zu lieben. Du bist so gut zu diesen Leuten um 17 Uhr. Du bist so gut zu ihnen. Gott sucht Menschen wie Sie und mich, die wissen, dass sie aus Gnade gerettet wurden und Gnade lieben. Das sind die Leute, die tatsächlich die Rebellen, die Verlorenen und die Zerbrochenen mit Jesus versöhnen können. Menschen, die wissen, dass sie aus Gnade gerettet wurden und Gnade lieben. Sie verstehen Gnade, weil Gnade anziehend und abstoßend zugleich ist. Es ist wie der Geruch von einem Stinktier. Für manche von Ihnen. Ich weiß auch nicht. Ich rieche Gnade. Es ist anziehend und abstoßend zugleich. Ich liebe sie und ich hasse sie. Es ist so interessant, wenn Gnade sich auf uns richtet, lieben wir sie. Aber wenn sie sich auf jemand anderen richtet, denken wir, ich weiß nicht, ob ich das getan hätte. Er entwickelt also eine Kapazität in uns, damit wir ein Volk des Königreichs sind, das Gnade liebt, liebt, liebt. Gott erwartete einen hohen Reifegrad von ihnen. Ich frage mich, wie hätte Jesus wohl gewollt, dass diese Geschichte abläuft? Wenn Jesus sagen würde, ich habe die beste Geschichte über mein Volk. Einige von ihnen habe ich um 6 Uhr zur Arbeit geschickt, andere um 17 Uhr. Ihr könnt euch die unglaublichen Herzen von den 6-Uhr-Leuten nicht vorstellen. Es war traumhaft. Sie standen am Ende der Schlange und als die Person, die eine Stunde gearbeitet hatte, dasselbe kam wie sie selbst, sagten sie, das ist großartig! Seht nur, wie großzügig er ist! Und als sie an den Anfang der Schlange gelangten und den Denar erhalten, sagten sie, hey, danke dafür. Hör zu, ich wollte dir sagen, wie du diese 17-Uhr-Leute behandelt hast. Großartig. Ich staune einfach über deine Gnade. Ich bin begeistert davon,
wie schön du bist, dass du ihnen das Gleiche gibst wie uns. Meine Güte. Und so weit entfernt von dem, was wir natürlicherweise tun würden. 1 Milliarde Meilen entfernt. Ich denke, oh, ich bin nicht gut genug. Der Herr sagt, ich weiß, Dan, du wirst es nie sein. Ich meine, du bist es nicht. Deshalb habe ich dich errettet. Aber zum Glück gibt er mir den Heiligen Geist. Er gibt mir das Wort, er coacht mich, er versucht mich über Gnade zu lernen. Ich sagte bereits, als Christ zu wachsen bedeutet in unserem Verständnis von Gnade zu wachsen. In unserer Liebe, unserer Leidenschaft für sie, in unserem Ergreifen von Gnade. Gott möchte Menschen, die intuitiv wissen, dass sie aus Gnade gerettet wurden durch seine unverdiente Liebe, die Gnade erkennen und feiern, wenn sie sehen, wie sie anderen geschenkt wird, und die selbst dann eine Liebe für die geschenkte Gnade haben, wenn sie ihre eigene Erfahrung mit der eines anderen vergleichen. Es ist interessant, wie Jesus das abschließt. Direkt hiernach sagt er, ich werde sterben. Ich sollte der Erste sein, aber ich werde der Letzte sein. Er sagt im Grunde, in der Gnade werden die Ersten Letzte werden. Ich bin der Erste, Gott, der Sohn, und ich werde zum Letzten gemacht, damit ihr, die die Letzten wart, Erste werdet. Und so fährt er fort, über diese Gnade durch seinen Tod und seine Auferstehung zu sprechen. Dann spricht er darüber, ein Diener zu sein, basierend auf dieser Idee. Aber das ist die Botschaft des Evangeliums. Es ist eine Botschaft der Gnade. Das Evangelium bringt Menschen wie uns, die Letzten waren, Rebellen, Sünder, zum Anfang der Schlange. Das ist mit ihnen und mir passiert. Wir waren draußen und er hat uns hineingebracht. Und diese Realität muss stark in uns sein. Ich weiß noch, wie ich auf dem Marktplatz war und um 6 Uhr nicht ausgewählt wurde, um 9 Uhr nicht, um 12 Uhr nicht, um 15 Uhr nicht, um 17 Uhr. Um 17 Uhr sagte er, komm und arbeite für eine Stunde. Ich zahle dir einen Tageslohn. Wenn Sie und ich also mit der Welt interagieren, wenn wir mit unserer eigenen Beziehung zum Herrn, unserer eigenen Beziehung zu Gnade interagieren, denke ich an dieses Gleichnis, wo wir sagen können, der Herr wünscht sich von uns einen Reifegrad. Menschen, die sich beständig daran erinnern, ich wurde aus Gnade gerettet, ich habe nichts getan, um das zu verdienen. Und ich liebe Gnade, wenn ich sehe, wie jemand anderes damit überschüttet wird. Und ich bin reif genug oder reife genug im Herrn, um das wirklich zu feiern, wenn ich es sehe. Würden Sie bitte aufstehen? Ich werde einige von Ihnen einladen. Wenn Sie dem Herrn bereits Ihr Herz geschenkt haben, könnten Sie bitte Ihre Hand heben? Wenn Sie dem Herrn Ihr Herz bereits geschenkt haben, irgendwann in Ihrem Leben? Wunderschön, in Ordnung. Gut, gut, wir haben also die Hemmschwelle des Händehebens durchbrochen. So gut. Falls Sie in diesem Haus sind und den Herrn nicht kennen, falls es keine Zeit in Ihrem Leben gibt, auf die Sie zurückblicken und sagen können, ich erinnere mich, wie du mich dort ergriffen hast und ich gesagt habe, ich bin so froh, dass du mich ergriffen hast. Ich erinnere mich, wie du mir meine Sünden vergeben hast. Ich sagte, vergib mir und du hast gesagt, das tue ich. Es sollte eine Zeit in Ihrem Leben geben, wo Sie und der Herr versöhnt werden, wo Sie wissen, dass Sie wissen, dass Sie um Vergebung gebeten haben und er Sie nach Hause gerufen hat. Falls Sie eine solche Zeit nicht hatten, kann für Sie heute der Tag dafür sein. Unser Team hier ist bereit, Ihnen zu dienen. Falls Sie eine solche Zeit nicht hatten, wo Sie wussten, ich weiß, dass ich mit dem Herrn im Reinen bin, ich weiß, dass ich versöhnt bin, aber heute denken Sie, ich will, dass heute der Tag ist. Ich bin am Ende der Schlange und ich würde gerne am Anfang der Schlange sein. Heute ist Ihr Tag. Falls Sie das sind, heben Sie bitte schnell Ihre Hand. Ich werde Sie nur darum bitten, nach vorne zu kommen. Ich werde Ihnen im Voraus sagen, was passieren wird. Diese Leute hier werden mit Ihnen beten und mit Ihnen reden. Falls Sie denken, ich will nach Hause kommen, ich habe genug vom Weglaufen, ich möchte mit dem Herrn im Reinen sein, dann heben Sie bitte Ihre Hand. Ich werde Sie einladen, hier nach vorne zu kommen. Ich sehe mich um. Gibt es hier jemanden? Falls ich eine Hand übersehe, lassen Sie mich bitte wissen. In Ordnung. Online, danke dafür. Online, schreiben Sie bitte einfach im Chat, ich brauche Jesus. Oder ich möchte mit dem Herrn ins Reine kommen. Wir haben Leute, die sich dort um Sie kümmern werden. Ein 800 Pfund schweres Leichnis starrt Sie an. Ich werde dafür beten, dass Gott Gnade Sie und mich verwandelt. Papa, wir sind nicht nett genug. Es wird nicht passieren, wenn es von uns abhängt. Zum Glück tut es das nicht. Es hängt von dir ab. Wir bitten dich, würdest du bitte beides in uns wirken, das Wollen und das Vollbringen nach deinem Wohlgefallen? Würdest du uns beibringen, Gnade zu lieben? Sie zu lieben? Genauso wie du es tust? Amen.